Nach der Installation von Choreograph finden wir drei Verknüpfungen auf dem Desktop: die Entwicklungsumgebung Choreograph, die Now-Dokumentation in englischer Sprache sowie den Monitor. Sollte man diese Verknüpfungen gelöscht oder noch nicht erstellt haben, findet man diese drei Programme auch in der Startleiste unter Aldebaran Robotics. Für die Arbeit mit Now 5 benötigen wir hauptsächlich die Entwicklungsumgebung Choreograph 2.1. Die Now-Dokumentation befindet sich übrigens auch im Internet, entweder unter dieser Internetadresse oder durch Suchen von Choreograph 2.1 unter Google.